It's in the game. Hallo und herzlich willkommen zum dritten WM-Match. Hier haben wir Iran gegen Marokko und ich heiße Julian und das ist mein Bruder. Hallo und herzlich willkommen. Wir zocken heute das dritte Weltmeisterschaftsspiel Iran gegen Marokko. Ja, nicht gerade die zwei besten Mannschaften. Aber hoffentlich habt ihr Spaß dran. Kommen wir mal zur Teamaufstellung. Wird nicht interessant sein, weil wir so gut wie keinen Spieler kennen. Na, ich lasse es einfach. Ich auch. Gut, wie ihr schon gesehen habt, spielen wir 4 Minuten pro Halbzeit auf Amateur. Und bis auf Handspiel bleibt alles ein. Wir sehen uns gleich beim Ampfiff. So, hier seht ihr nochmal die Statistik, also wann das Abort worden ist und so. Und ich finde dieses Pixie da so geil aus. Pause. Dabei Musik. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Länderspiel. Es begrüßen Sie Wolfuß und Frank Buschmann. Ja, und den Club-Trainer. Der Ton kommt hier aus. Ja, ein Dorn im Auge, diese Freundschaftsspiele. Okay. Aber für den Nationaltrainer die einzige Chance, mal was auszuprobieren. Heute kommt es hier zur Partie Iran gegen Marokko. Wenn es um den WM-Titel geht, Buschi, meinst du, dass den auch auf Dauer einige wenige Teams unter sich ausmachen? Oder glaubst du, dass es da auch mal einen anderen Namen geben wird? Ich glaube schon, dass wir da auch mal andere Namen erleben werden. Du siehst ja, klar wird in Spanien, Argentinien, in Deutschland hervorragende Arbeit geleistet. Aber die anderen haben aufgeholt, die sind dran. Normalerweise spielt ja die Mannschaft von Rubin Kazan hier in dieser Kazan Arena. Ja, und die können sich wirklich freuen, dass sie jetzt so ein tolles Stadion haben. Gut, weiter geht's. Hier noch der Handshake für das Fairplay. Und ich glaube, dass ich das nach dem Match kein Handshake mehr kommt. Und ich wüsste es mir. Hier ist die Aufstellung. So, hier haben wir die Aufstellung vom Iran. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Gut. So, und jetzt die Aufstellung von Marokko. So, und sicherlich kennt jeder die Nummer 5, nämlich Benatia. Heute mit einer Raute im Mittelfeld. Wo ist das? Hinten sichert ein Defensiver ab und vorne. Und wenn ihr denkt, dass ich immer die gleiche Formation habe, ist meine Lieblingsformation. Ja, dafür. So, let's go. Und jetzt gehen wir rein ins Spiel. Was wurde nicht alles über diese Partie gesagt? Das ist jetzt wurscht. Jetzt zählt nur noch die Leistung auf dem Platz. Jetzt die Marokkaner. Mein Mann, das ist richtig scheiße. Und da ist schon das erste Tor! Scheiße. Oh mein Gott, das erste Tor. Ach, ist ein Anstoßglitch. Kafferdeckung, was? Das muss ich an. Ich hab played. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ich liebe dich mit der Luxix. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Och, komm. Abgefangen, gut gemacht. Das war auf jeden Fall mal auf Ball. Der mag's ja oder nicht? Kann man reden, wenn du's willst. Das ist ganz normal halt.
Passt so wie es ist. Geht sowieso. Was ich noch sagen wollte, wir kommen aus Österreich, also kennen wir auch österreichisch reden und. Ja. Ach komm, nicht noch eins, komm. Alter, das war eine gute Chance. Ich hätte aber auch Österreich gespielt, das wäre egal. Egal, ob es die Deutschen nicht hören. Du kannst dich ja bemühen. Und du hättest österreichisch, Digga. Nein. Boah, die sind ja viel schlechter wie die gestern. Und was ich noch sagen wollte, wir spielen zwar jedes Match, aber nicht alle Match kommen online. Das heißt, hier habt ihr mal eine Liste. Das gestrige Match zum Beispiel gegen Russland haben wir ja so, der Saudi-Arabien gewonnen. Deswegen spielen wir sozusagen unsere eigene WM und werden wahrscheinlich nicht auf den gleichen Weltmeister kommen wie die richtige Fußball, wie bei der richtigen Fußballweltmeisterschaft. Und wir werden euch wahrscheinlich auch nicht jedes Match zeigen, weil es zu langweilig wäre. Also zeigen wir euch die Highlight-Matches, sprich so wie heute Abend Spanien, Portugal oder am Sonntag Deutschland, Mexiko. Und was ich noch sagen wollte bei der UE, das war ein richtig schönes Tor. Alles auf Anfang, es steht 1-1. Die sind so cool, wie sie die machen. Oh, die hörst du gut willkommen. Wirklich, das habe ich schon ein paar Mal probiert. Deine YouTuber, aber auch das Livestream, sie gut drüber, so dass du siehst. Na boah. Das könnte die Chance werden. Na. Da kann man. Ja. Komm! Boah. Boah, schöne Parade vom Keeper, Parade. Zum Glück. Ich hab den gehalten. Zur Ecke abgewehrt. Erste Ecke. Die Ecke kommt rein. Oh, oh gute Chance. Und da kann sich die Abwehr entspannt zurücklehnen. Torgefahr sieht anders aus. Das war leider nicht. Und was ich noch sagen wollte, ist, vielleicht zocken wir nächstes Match dann schon mit Handspielern und so. Ja. Aber ich finde das unnötig, weil der Ref zählt das eh nie. Bald schon wieder weg, gut gemacht. Ich hätte jetzt nie Handspiel. Zieh ich. Weg ist der Ball. Wow, Iran besser als Marokko. Wer hätte das gehabt? Komm schon, komm schon, ja. Yeah. Komm, Benatia, du bist da. Komm! Du bist da, Maschine! Oh. Und da ist der Ball wieder weg. Und ne. Ja, yeah. Komm! Mbak Boussoufa. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ungefährliche Aktion, kein Problem für den Torwart. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Ziehe ich. Sollten wir reden. Jetzt wird's gefährlich. Komm schon mal, wenn hier Adolas. So, jetzt kommt die Flanke. Schrei nicht so, du musst nicht so schreien. Die Gefahr bereinigt. Jetzt können sie vielleicht kontern. Soll ich das sagen, das ist ein ganz schön ausgewogenes Match. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Komm. Yeah. Nein! Oh. Das war echt in der Not, ne? Zum Glück Ball gespült, sonst hätte es irgendwo gegeben. Boussoufa. Oh. Ja, so lecker, ne? Belanda. Sehen wir? Ja, ganz sicher. Lecker, ne? Wenn euch dieses Format gefällt von Wir machen WM, dann könnt ihr gerne ein Abo und ein Like hier lassen. Würde uns sehr freuen. Super Parade! Der Schlussmann war hochkonzentriert. Jetzt kommt die erste Ecke von mir. Ecke kommt rein. Ja. Keeper war leider noch vor mir. Aber schon. Shoyai. So. Das ist einfach so fad. Zwei schlechte Mannschaften gegeneinander. Julian, man hört auf Rollen, dass du was sagst. Und was ich sagen wollte ist, wenn es ein paar aktivere Zuschauer, so unsere Abonnenten, 7 Abonnenten, gibt, schreibt mal gerne in die Kommentare, wer mit welchem Team spielen soll. So, aber zum Beispiel jetzt Portugal gegen Spanien, das ist sehr wichtig, dass ihr mal abstimmt. Ja, also ich hätte euch gerne Portugal.
Ronaldo ist in der Minute die Spielzeit genau. Wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Das könnte die Chance werden. Apropos abstimmen. Und zwar könnt ihr, wenn die Videos pünktlich kommen, oben mal abstimmen, wer in Wirklichkeit oder auch bei uns das Match gewinnt. Jetzt hier oben in der bei der Info. Stimmt mal ab, ob Iran oder Marokko oder unentschieden. Könnt ihr abstimmen. Ja. Was ist da? Ah, Halbzeit. Halbzeit schon. Wir spielen ja nur 4 Minuten, dass es nicht zu lang wird, weil sonst wird es ja auch zu langweilig. Und wechseln wir ein bisschen aus. Und 79er Sturm. Bist du nah? Oh mein Gott. Ja, stimmt. Okay, na, los mal dann lieber. Kommt ja da. Gut, lasst uns in die zweite Halbzeit starten. Wir haben unentschieden und die Matches gehen natürlich auch wie in echt. Gibt es keinen Elfmeter oder auch keine Verlängerung? Zumindest jetzt mal in die Gruppenphasen gibt es keine Elfmeterschießen nach dem Achtelfinale und Halbfinale. Und Finale natürlich gibt es Elfmeterschießen mal und da geht es um was. Ja, yeah, komm. Und da verlieren sie den Ball. Ah, geht er fast mit einem Spieler durch. Ansari Fahrt. Schön dazwischen gegangen. Ah, Taremi, komm. Das könnte gefährlich werden. Ansari Fahrt, komm mal. Da kommt der Pass aber gut. Ja? Den jetzt kommt der Schuss. Ja, yeah, oh mein Gott. Kratze. Ja, schön, Fahrt. Mein Gott, meine Namen. Damit wird nichts tun. Oh, da war auch ein bisschen Glück dabei. Ja, ja, da er ist an den Pfosten. Was für ein Tor jetzt, Kreuzig? Gut, weiter geht's. Heute kann man Fuß daran Karten machen. Jetzt steht's hier 2 zu 1. Eine enge Kiste. Seid ihr leid, jetzt habe ich wieder einen Stoß. Ich hoffe, jetzt können wir das wieder gleich ausnutzen. Und den Ausgleich schießen, sonst verliere ich. Jetzt müssen sie aufpassen. Und wer kennt jetzt, wenn man verliert, dann ist man aggressiv. Generell in FIFA wird man schnell aggressiv. Oh. Wer kennt diesen Sound? Das ist die Bayern-App. Die beste App der Welt, Klaas. Oh. Oh mein Gott. Und da ist der Ball wieder weg. Aus der Entfernung wäre es das Tor des Jahres. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Habt ihr gerade diesen Move gesehen? Prima Ballerina. Riskantes Song. Es werden auch wahrscheinlich jede Woche ein paar mehr Videos kommen. Ja, da ist Platz jetzt. Und er schießt. Ja, und neben den FIFA-Videos natürlich auch wieder die gewohnten Rainbow-Videos. Hab erst jetzt. Ja, leider habe ich vergessen, dass ein Update rauskommt. Deswegen sind jetzt ein paar mehr Rainbow-Videos die Woche gekommen. Und ja, das wird sich aber nächste Woche wieder etwas legen. Und mein Bruder schon anfängt mit Rainbow. Ich habe mir gestern Maestro gekauft, also werden auch jetzt mehr Rainbow-Videos zu zweit kommen, also ohne mein Bruder nicht. Vermutlich Dienstag kommt das erste neue Video. Ich habe mir leider nur Ellerball gekauft. Ich muss sagen, bin sehr enttäuscht von ihr. Ich muss sagen, Maestro mit seinem G, also. Also ich habe einen Ball. Maestro mit seinem G ist. Also wenn ich nicht entscheiden könnte, Todak auf jeden Fall Maestro, weil seine Camps sind einfach. Komm! Keine schlechte Chance, aber vorbei. Also wenn ich nicht entscheiden könnte, wie gesagt, Todak auf Maestro. Jetzt will man hier neue Impulse setzen. Und tschüss. Und versuchen es mitten im Wechsel. Mein Gott, die Schanure oder was? Gut. Wir haben schon 70. Minute. Vielleicht können wir das verteidigen und Iran gewinnt gegen Marokko. Wäre natürlich auch logisch. Ich denke mal, in Wirklichkeit wird es auch so ausfallen. Ich denke an das, weil ich glaube, dass Marokko einfach die besseren Spieler hat. Und der andere mit Bernati, oder? Was echt, echt gut hinten ist. Und der andere mit Bernati, es gibt nur Bernati, oder? Ja, aber der war echt gut hinten ist, muss ich jetzt sagen. Und jetzt kommt man. Ah, die Verteidigung. Verteidigt und jetzt kommt sie, die Flanke in die Mitte. Aber leider steht. Ist schon mal gestanden, aber der hat keinen Kopfball. Oh, Alter. Komm. Ja, komm, setz dich durch, nice.
Komm, das kannst du ein Tor werden. Wenn wir uns gut spielen und das drin. Oh. Was? Wo schießt der hin? Leute, bitte, guckt euch diese Szene nochmal an. Ich stehe vorm Tor. Guckt hier in Slow Motion. Guckt euch das an. Es ist eine Schande. Ist egal. Wenn jetzt hier ran gewinnt, das ist mein Bruder, dann hat er sich verdient, wenn er echt gut gespielt hat. Also echt schöne Tore. Jetzt könnte es gefährlich werden. Komm! Mann, guckt euch das an! Verdienen Sie sich den Ausgleich. Hier hat das noch nicht geklappt. Und was ich sagen wollte, was ich heute vorhin habe, ist. Ich glaube, das war schon vorbei. Ja, also wenn man zwischen 5. und, glaube ich, 10. Gitarre geht, bekommt man 200.000. Also eine Woche danach. Also, wer drin war, hat heute schon 200.000 bekommen. Oder wer unter anderem ich? Naja, ich noch nicht, weil ich glaube, ich war die Zeit nicht drin. Da kann er ihn stoppen. Okay. So. Ein enges Ding hier. Und es kann auch letzter so Angriff viel passieren. Na, no, geht noch ein bisschen los. Letzter Angriff der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Komm, ja. Yeah. Das Match geht sicher noch 10 Minuten. Letztes Tor, komm. Nein. Alter, Julian, von dir habe ich es mir... Mann, ich suche mich doch aufs Reden konzentrieren. Aufs Reden konzentrieren. So, so jetzt, das jetzt, von der jetzt ist noch Rage-Mode die letzten 5 Minuten. Ne? Komm! Er spielt! Alter, ich hatte es schon drin gesehen, aber von Longshots und ja. Ja. Ich möchte es gerne beleidigen als Iran, aber die sind ja nicht natürlich so gut wie die andere Mannschaft, ne? Und sie einfach nicht die nötigen Spieler dazu haben. Wie zum Beispiel jetzt Portugal, wie ich echt schon gesagt habe, Ronaldo. Aber da kann man einfach nichts tun, ne? Komm, das ist der letzte Angriff der Partie. Und ja! 2:2. Leute, guckt euch das jetzt an. Ich denke mal, das geht unentschieden aus. Was ich euch noch sagen wollte, heute 20 Uhr, natürlich Portugal gegen Spanien, kommt auch heute, ich bin heute um 20 Uhr. Ja, das kommt heute noch. Und was für ein Match haben bitte die Russen gestern gespielt? 5:0 gegen Saudi-Arabien. Ja, halt, Saudi-Arabien kann direkt wieder einpacken. Aber ich glaube, Russland haben so gut gespielt, weil sie den Heimatvorteil haben. Also, die sind in Russland, die werden ist in Russland. Also, glaube ich das halt so. Komm, komm, komm! Nein! Oh. Komm, haut in den Ring raus! Komm, okay. Unentschieden. Und das war's für heute. Ich wollte euch nochmal sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Oder, und wie ihr wollt. Ja. Und falls euch das gefallen hat, würden wir uns gern freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.